Mal gucken, womit es jetzt weitergeht. 11.04.23. Jahr. Rastaban scheint mir ein akzeptabler Verbündeter zu sein. Er unterscheidet sich ziemlich von den langweiligen Lehrern an der Akademie, die so aufgeblasen waren und sich am liebsten den ganzen Tag selbst reden gehört haben. Er verunglimpfte mich auch nie, weil ich ein Mädchen war und hatte mein Haar nicht einmal erwähnt. Solange er mich respektiert, wird alles gut sein. Wenn nicht, nun, ich bin umgeben von den Resten derer, die glaubten, dass ich schwach sei. Die Frage bleibt noch immer, ob es klug ist, ihm zu trauen. Endlich zweifelt sie mal dran. Wie er meinte, muss ich es zu dieser Zeit nicht tun, aber wenn wir zusammen reisen, wird es notwendig werden. Er hat mir etwas Fabelhaftes in den Geistern gezeigt. Das ist ein Punkt zu seinen Gunsten. Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, ihm zu vertrauen. Aber nur vorläufig. Ja, das könnte problematisch werden. Fürs Erste sind wir beide verwundbar und er muss wissen, dass es unklug wäre, mich anzugreifen. Wie auch immer, wenn er zuerst unbesiegbar wird, wäre es gut für mich, wachsam zu bleiben. Das Schlachtfeld stach ziemlich heraus, als wir dran vorbeikamen. Mehrere Festungen standen einander gegenüber. In der Mitte eine Art geflutetes Becken. Schlammiges Wasser lief nah an der Straße vorbei und der Schleim der Verwesung klebte an jeder Oberfläche. Waffen, Rüstungen und weniger leicht identifizierbare Stücke von Gestein erhoben sich aus dem Sumpf. Es war leicht, sich vorzustellen, wie große Belagerungsgeräte Felsen gegen Mauern schleuderten, die nun nur noch Ruinen waren, und wie zahlreiche Kämpfer gegeneinander kämpften, die nun bleiche, weiße Knochen waren, die aus den Trümmern herausragten. Na gut, diese Krieger werden eine zweite Chance auf Ruhm bekommen, wenn sie für mich kämpfen. Die von stärkerem Willen unter ihnen werden sich vielleicht sogar erinnern, danach zu streben. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder... Also jetzt sind wir erstmal im Grauen Wald. Du kannst jetzt Geister rekrutieren. Die Fisch... sprechen sich Nager. Die Fischmenschen gaben uns einen guten Wert für die letzte Ladung Metall. Von diesem Metall ist mehr erwünscht. Zuerst bezahlt uns unseren Anteil. Warte, wer nähert sich da? Ich bin eine Magierin und keine Bedrohung für euch, Reptilien. Ich möchte bloß einige Geister animieren, also werde ich deine Bergung nicht stören. Nein, du kannst diesen Ort noch nicht noch mehr heimsuchen, als er schon ist. Die Frauen werden schon nicht herkommen und wir sind gezwungen, uns auf die Schlangen zu verlassen. Ich habe dich nur aus Höflichkeit darüber informiert. In Wahrheit brauche ich deine Erlaubnis nicht. Wir werden dir dabei helfen, wenn du deinen Anteil komplett bezahlst. Wenn die Magierin tot ist und ihre Seele sich zur Ruhe gelegt hat, stimmen wir zu. Wir werden angemessen entschädigt werden. Jedes verdammte Mal. Ja, es ist, also, dass die alle so kein Problem damit haben, Untote anzugreifen, finde ich gut. Ardona darf natürlich nicht sterben. Aber das ist ein Gebiet, das sehr gut für Untote ist. Untote lieben den Sumpf. Die Map sieht mega cool aus. Überall ist was los. Abfall, Flachland. Steht übrigens hier immer, was das ist. Bergruine, Sumpf. Burgruine, Burg. Wir haben da einen Gegner, wir haben da einen Gegner. Aber gut, wir haben auch eine relativ starke Armee zur Verfügung. So, ich würde sagen, wir gönnen uns auf jeden Fall unsere Fledermaus. Wir gönnen uns den Todesritter, den Seelenschützen und die beiden Knochenschützbogenschützen. Das wird zwar jetzt am Anfang ziemlich teuer sein. Ich werde meine Armee in zwei Teile splitten, kurz zur Taktik. Und mit dem einen Teil nach rechts, also ich werde mit der kompletten Armee bis hier oben ziehen und dann beide gleichzeitig angreifen. Dann splittet sich meine Armee nach rechts und nach links und ich kann beide gleichzeitig töten.
Die eine Armee wird angeführt von meinem Todesritter und einem Knochenbogenschützen. Die andere bekommt den Knochenkapitän und den Seelenschützen. Und dann brauche ich noch den Wiedergänger. Okay. Aua, das ist teuer gewesen. Aber wir können ja direkt jetzt anfangen, unsere Häuser wieder zurück, also unser Gold wieder auf Normalniveau zu bringen. So, ich hätte gerne allerdings zwei Geister, weil sie braucht auch noch stärkere. Und dann noch ein Skelett und ein Skelettbogenschützen und dann reicht mir das an Einheiten, denke ich, oder? Ja, müsste. Für die Naga ist der Sumpf natürlich auch praktisch. So, ich muss sie aber dann auf jeden Fall mitnehmen. 40% und ich habe hier auch 40%. Was seid ihr eigentlich? Lichtscheu und neutral. Das muss ich ja vorher feststellen, was die... was deren Werte sind. So, und dann nehme ich sie mit, weil der scheinbar relativ gerne unten lang geht. Aber die sind gar nicht so stark. Ich glaube, ich hab diesmal maßlos übertrieben. Vor allem jetzt wird's Nacht. Das ist halt nochmal besser für mich. 12-3. Komm. Du müsstest auch 12-3 haben. Zack. Dead. Und jetzt ist die Frage, ob wir noch einen Todesritter oder einen Knochenschlechter wollen. Das eine wäre 12-4 Axt, dafür kein Fernkampf und keine Führungsqualität. Der andere hat 11-4. Eigentlich lohnt es sich nicht wirklich, den Knochenschlechter zu nehmen. Der hat ein bisschen mehr Leben. Bewegt sich genauso langsam. Und der hat 11-4, also der hat einen Schadenspunkt mehr. Dafür aber keinen Fernkampfangriff. Und keine Führungsqualität. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall den Todesritter. Ist ja 100-mal besser. So. Und ich glaube, ich kann den auch gerne... Ja, ich kann ihn auch problemlos mit meinem Seelenschützen angreifen. Ja, es sieht irgendwie danach aus, als hätte ich ein wenig übertrieben. Würde ich sagen. Meine Armee ist doch recht stark. Und seine nicht so. Na egal, dann kann ich ein bisschen trainieren. Also der Nager ist auf jeden Fall stärker als der andere. Ich sollte erstmal was anderes machen, sorry. So, ich denke als erstes, warte, was haben wir hier für Level? Stufe 1, ach, die sind beide, das ist dieselbe Einheit. Sieht anders aus, aber das sind alles Stufe 2 Einheiten. Also Schritt 1, du killst den da. Und wirst zur Horror-Fledermaus. Die stärkste Stufe der Fledermaus ist allerdings immer noch nicht sonderlich stark. 21-2. Und tschüss. So, jetzt ziehe ich dich zurück, dich dahin, den dahinter. Und dann wird ein bisschen attacked. So. Seelenschütze. Boah, das ist, die sind schon wirklich strong, die Typen alle.
Wenn ich jetzt so ein bisschen häufiger treffen will. Ich habe schon wieder nicht auf die Gelände. Was hat der für einen Geländewert? Sieht man das irgendwo? Ja gut, wenn ich ihn so ziehe. Ich weiß, dass er 60% hat auf dem Sumpf. So, einer weniger. Ziehe ich hier einen davor. Ach ja, die sollte die da oben vielleicht auch noch töten. Fällt mir mal so auf. Die können zwar nicht viel, aber sollte mich trotzdem drum kümmern. Mein Geist wird jetzt leider sterben, glaube ich. Oh, mein Kapitän auch? Was zur Hölle? Nee, nee, nee. Haben die Plänglern? Kurieren, heilen plus 8. Ja, ja, alles klar. Darf mit dieser Fledermaus echt... die ist schon kacke. Kann man nicht anders sagen. So, und ich glaube, ich sollte die... Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit allerdings auch nicht. So. Muss ja auf jeden Fall noch ein bisschen Viecher demontieren. So, wo kannst du überall hin? Wenn ich den wegziehe, ist die Frage. Also muss der da auf jeden Fall weg. Und den setze ich da hin, weil... Ja. Das könnte man als gut gelaufen bezeichnen oder es auch lassen. Der steht hier ziemlich mistig. Ja, wird gleich wieder irgendwen killen, den ich nicht gekillt haben wollte. Ja, ich würde den gerne angreifen, aber ich lasse das besser, sonst stirbt mein... Oh, lassen wir es erstmal so, wie es ist. Na, er schafft es aber nicht, den Geist zu töten, das ist gut. So, meine Fledermaus wird eines Tages ihr Level abbekommen. Und ich kann hier ein bisschen weiter Geister trainieren. Komm schon. Einen Treffer kannst du doch. Mein 60%, 40% treffen. Und er hat 3 Angriffe da. Denke ich doch einer. Genau. Ich will einen Rachegeist, weil sie hat noch keinen. Dann tötest du den da. Schön. Und jetzt... 54 Gold habe ich noch. Wird der unten, der Typ da unten versenkt. Ich schick noch einen mit hier runter. Den da töten. Okay. Den einen werden die da unten ja schaffen, denke ich. Hoffe ich. Hä? Die Fledermaus hatte doch noch voll viel Leben. 8. Oh, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Eben hat das doch funktioniert. Komm. Scheinbar nicht. Okay. Dann töte ich erstmal den da. Und dann töte ich den da. Und den da scheinbar nicht. Rachegeist. Guck mal, läuft doch. Jetzt greifst du den Typen an. Wie viel Leben hast du noch? Ein bisschen zu viel. 5-3. Ich hätte den... Ah, warte, ich kann dich ja so stellen. Aber das reicht mir auch nicht.
Ein Treffer, das ist gut. Jetzt kann er ihn töten. Und wir haben den zweiten Rachegeist. Schatten mache ich mit ihr erstmal, bilde ich mit ihr erstmal keine aus. So, meine Fledermaus holt sich ein bisschen Heilung. Und du gehst nach rechts. Genau, ich muss jetzt kann ich ja endlich meine Armee splitten. Wie es eigentlich der Plan war. Wird jetzt zwar leider auch Tag, aber da kann ich nichts gegen tun. Der Typ da unten muss allerdings noch sterben. Tut es jetzt auch. Dann kann meine Fledermaus sich das Haus hier unten krallen. Das Dorf, Entschuldigung. So. Und der da. Die vier sollten sogar eigentlich fast schon reichen. Du musst dich heilen. Und wir machen uns schon mal auf den Weg nach oben. Sieht gut aus. Okay, und jetzt gehe ich hier mir Gold krallen. Der eine geht noch mit nach rechts. Mein Haus. Muss allerdings ein bisschen warten, bis der Rest der Einheiten hier nachgerückt ist. Der da startet besser keinen Scheiß. Gegen den einen reichen die, die ich hier habe. Ich bringe die nur erstmal alle auf Angriffsreichweite und hol mir minus 4 nur noch. Okay, aber wir haben noch nicht mal ein Drittel der Runden um. Das ist natürlich gut. Und sind auch nur noch auf minus 4 Gold. So, hier. Hau weg. So, ich muss mich dann scheinbar erstmal da oben um die paar Leutchen kümmern. Aber das wird machbar sein. Wir haben da den Spuk stehen. Und irgendwann kommt der Typ da auch noch hinterher. Eines Tages, ich glaube fest daran. Und der da dürfte jetzt schon das Zeitliche segnen. Na, ich kill ihn aber nicht. Ich möchte, dass unser Geist ihn tötet. Boah. Ist nur noch Reste aufsammeln jetzt. Minus 2 Gold nur noch. Wir nähern uns. So, Step 1. Du entkommst nicht. Niemals. So. Das war's für ihn. Und das Haus ist jetzt auch meins. Damit sind wir bei plus 0 und kriegen wenigstens kein weiteres Gold abgezogen. Und ich denke, ich gehe jetzt erstmal hier die Typen töten. Äh, 13 und 16. Zwei Treffer. Tschüss. 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 Ja, und du bist eingekesselt von einem Todesritter, einem Seelenschützen und einer hoffentlich bald Horrorfledermaus. Und der Typ hier kann gar nichts mehr machen. Nächste Runde gehst du das Haus. Also ich plane das jetzt, aber ich werde die nächste Runde nicht selber machen. Haben wir sogar positives Gold ankommen. Och, komm schon. Diese Fledermäuse sind so schlecht. Ich will jetzt nicht eine Einheit wegen so einem Mist verlieren. Oh. Der ist schnell gestorben.
Der ist auch recht schnell gestorben. Wahrscheinlich klappt das jetzt nicht. Ah, doch, tut es. Zack. So, und diesmal schicke ich meine Fledermaus nicht in seine Nähe. Da bleibe ich sogar bei minus 2. So, plus 0. Ich hätte gerne, dass mein Rachegeist den Last Hit auf ihn bekommt, weil das eine Stufe 3 Einheit ist. Das wird ihn sehr weit nach vorne bringen. Tschüss. So, der wird bestimmt trotzdem auf dumme Ideen kommen. Die beiden da oben brauche ich gar nicht mehr bewegen. Oh, das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Warum auch immer, hole ich mir aber auch noch das Haus da. So, und jetzt muss ich es schaffen, den da anzugreifen, ohne ihn zu töten. Bitte triff nicht dreimal. Einmal treffen wäre aber trotzdem gut gewesen. Streng genommen hat er sich an das gehalten, was ich wollte. Ach komm. Ah, okay. Mensch, nimm mich mit dir. Warum sollte ich das zulassen? Deine Leute haben mich angegriffen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ich selbst wollte nicht angreifen. Ich wünsche zu lernen. Meine Rasse lebt deutlich kürzer als die deine. Ich würde gerne lernen, wie ich mein Leben verlängern kann. Und die Planeten erzählten mir, du wüsstest dieses Geheimnis. Tatsächlich suche ich gerade nach diesem Geheimnis. Aber wärst du auch bereit, den Befehlen einer Frau zu vertrauen? Ich starrte in die Dunkelheit zwischen den Sternen und wurde von der Leere eingeschüchtert. Aber dein Geist hält eine Dunkelheit einer anderen Art bereit, angsteinflößend und verboten in meinem Clan. Ich unterwerfe mich deiner Kraft. Jetzt, wo ich weiß, dass du weiblich bist, wird es mir noch leichter fallen. Es ist schließlich der Weg meiner Art. Nun dann, komm mit, ich heiße Ardona. Ja, aber die falsche Stimme. Ja, Entschuldigung, was war das? Ja, aber ich kann's nicht mehr. Ja, aber die Planeten erzählen mir, dass dein Name nur eine Lüge ist. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Deine Planeten sind ziemlich kryptisch. Sie offenbaren, was sie offenbaren. Boah, ich muss mir unbedingt andere Stimmen für Kobolde und Saurianer einfallen lassen. Das geht ja gar nicht. Egal, wir haben gewonnen. Sehr schön.